Auch in diesem Jahr verkauft Discounter-Riese Lidl wieder E-Bikes. Ich habe euch schon ein paar davon ja auch im vergangenen Jahr schon vorgestellt, dazu euch meine Einschätzungen abgegeben. Aber in diesem Jahr gibt es mal was wirklich Neues. Neben dem ganzen Fischer, Zündapp und Co. gibt es ab 1. Juni 2023 und das auch in den Filialen endlich auch Urban E-Bikes und zwar richtig gut ausgestattete. Und um genau die, das Crivet X und Y, also X und Y, geht es in diesem Video. Also los geht's. Lass uns also mal einen Blick auf diese beiden Modelle werfen. Grundsätzlich dazu technisch sind die ungefähr gleich. Wir haben beim X-Modell einen Diamantrahmen und das gibt es nur in der Farbe Schwarz. Beim Y-Modell haben wir einen Tiefeinsteiger mit einer weißen Lackierung. Außerdem unterscheiden sich die Lenker so ein bisschen. Das X oder X hat einen Flatbar, also einen starren, eher sportlichen Lenker, der gerade geht. Und das Modell Y mit dem tiefen Einstieg hat einen so ein bisschen zu uns hingebogenen, ich sage immer Hollandrad-Style-Lenker. Gefällt mir optisch in erster Linie schon mal ganz gut. Vor allem, der Akku ist nicht zu sehen. Obwohl wir den abnehmen können, weil er einfach eine besondere Position bekommen hat, zu der wir gleich noch kommen. Ja, bleiben wir beim Optischen. Eine schlanke Silhouette entsteht dadurch, dass der Akku eben nicht so ein großer Klotz ist, der irgendwo aufgesetzt ist. Außerdem, egal ob weiß oder schwarz, das ist feiner Mattlack. Gefällt mir immer ganz gut. Und auch die Kabelführung ist integriert worden. Da haben sie sich Mühe gegeben. Insgesamt ein schickes Gesamtbild, weil so sollen Urban E-Bikes meiner Meinung nach ja auch aussehen. Möglichst großer Stealth-Faktor, den man die Elektrifizierung nicht auf den ersten Blick ansieht. Bisschen stylische Farben, stylische Rahmengeometrie. Das haben sie doch ganz gut hingekriegt hier. Und wir hatten es gerade schon davon und dann finde ich, kommen wir doch zuallererst auch mal gleich zum Akku, weil die hier wirklich eine interessante Lösung mit einer Besonderheit gefunden haben. Der ist in die Sattelstütze integriert, beziehungsweise anders gesagt, der Akku ist die Sattelstütze. Er lässt sich via Schnellspanner entnehmen und dadurch mit dem Sattel oben drauf sitzend überall aufladen. Hinten ist so ein Ansteckkabel dabei, das wird mit dem Fahrrad verbunden und schon seid ihr mit Strom versorgt. Nachteil, der sich daraus häufig ergibt, ich habe ja auch schon andere Bikes getestet, die so eine Akkulösung hatten, naja, den Schnellspanner, den kann jeder eben schnell öffnen und dann ist der Akku eines der teuersten Bauteile ruckzuck weg. Nicht so bei diesen Crivet E-Bikes, die haben noch ein Schloss in dem Schnellspanner drin. Das heißt, der kann euch so nicht ganz so einfach geklaut werden. Das ist gut, das ist mitgedacht und das haben noch lange nicht alle so, die so eine Akkulösung anbieten. Er hat eine Kapazität von 360 Wattstunden, LG-Markenzellen sind darin verbaut und das soll uns Reichweiten von bis zu 70 Kilometern ermöglichen. Und wo wir gerade beim Thema Akku sind, klar, der hier lässt sich entnehmen, aber selbst wenn das nicht so wäre, es gibt super gute Lösungen, wie man den auch im Bike laden kann, selbst wenn man keine Outdoor-Steckdose hat. Zum Beispiel mit der BlueEti AC180. Das ist eine sehr kompakte, aber leistungsstarke, tragbare Powerstation. Die hat ganze 1800 Watt Ausgangsleistung für die ganz normalen Steckdosen, also viel, viel mehr als jedes E-Bike jemals ziehen würde. Und im Powerlifting-Modus sogar 2700 Watt. Damit könnt ihr, keine Ahnung, eine Küchenmaschine oder eine Kaffeemaschine powern. Das E-Bike ist damit sehr, sehr gut bedient. Gleichzeitig lassen sich dann auch Extras wie die Fahrradbeleuchtung laden, denn die hat USB-A und USB-C Ports. Die lässt sich aufladen via Solar an der Steckdose oder auch wenn ihr im Auto unterwegs seid, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann sogar kostenlos neu aufzuladen, denn Sonnenenergie fließt hier einfach umsonst und ist auch noch super nachhaltig. Also mich hat die wirklich sehr, sehr überzeugt, vor allem, weil sie halt nicht nur so eine sehr gute Leistung bietet und eine hohe Batteriekapazität, sondern mit ihrem Gewicht von nur rund 17 Kilogramm und ihren sehr kompakten Ausmaßen wirklich überall hinpasst und sich dank der beiden Tragegriffe auch sehr, sehr gut mitnehmen lässt. Die könnt ihr jetzt noch zum rabattierten Preis vorbestellen. Mitte Juni geht sie in den öffentlichen freien Verkauf. Also schaut einfach mal unter dem Link in der Videobeschreibung. Da habe ich euch die nochmal verlinkt. Hier habe ich euch auch nochmal mein ausführliches Review verlinkt, denn ich war da wirklich sehr, sehr begeistert von. Und wenn ihr eure E-Bikes, E-Scooter oder was auch immer damit aufladen oder welche Geräte auch immer damit betreiben wollt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal einen genaueren Blick drauf werfen. So, jetzt weiter. Wir waren beim Thema Akku. Klar, die beiden Werte Kapazität und Reichweite sind jetzt eher gering, aber für ein Urban E-Bike ist das ja auch voll in Ordnung und lässt sich auch gut vergleichen mit anderen Mitbewerbern. Die bieten da häufig auch nicht mehr, denn der Einsatzbereich sind ja eher kurze Strecken in der Stadt, keine großen Touren über Land oder die langen Ausfahrten am Wochenende. Das geht schon in Ordnung, finde ich.
In dieser Einheit aus Akku und Sattel, da ist auch das Rücklicht integriert. Ist natürlich immer eine sehr praktische, schicke Lösung, bietet aber den Nachteil, wenn jetzt jemand eine etwas längere Jacke anhat oder gar einen Mantel, dann wird das natürlich davon verdeckt, außer man schlägt es um und sitzt dann auf seiner eigenen Bekleidung. Das muss man wissen. Auch in der Front wurde die Beleuchtung sehr schön integriert, da als kleiner heller Quader, so sieht das Ganze aus. Und wenn der Akku mal leer ist unterwegs, dann bleibt die Beleuchtung noch ungefähr 2 Stunden an. Das ist sehr hilfreich, dass ein leerer Akku nicht gleich auch bedeutet, dass die Lichter ausgehen. Denn wenn der mal kurz vorm Ziel alle ist oder ihr irgendwo in der Dunkelheit unterwegs seid, dann ist das eine Reserve, die man auf jeden Fall sehr gerne dabei hat. Das Gewicht der E-Bikes übrigens beträgt nur ungefähr 20 Kilo und das ist natürlich ein super Wert. Fairerweise muss man sagen, die haben auch keinen Gepäckträger, die haben keine Federung. Das sind ja alles so Teile, die nochmal so ein bisschen wiegen. Aber auch hier ist wieder gesagt, für ein Urban E-Bike ist das absolut nichts Besonderes, auch wenn viele natürlich immer bei einem E-Bike ohne Federung abgeschreckt sind. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das muss gar nicht mal so schlimm sein. Aber lasst uns weitermachen mit einem absoluten Highlight, wie ich finde, denn die E-Bikes, egal ob das X- oder das Y-Modell, die haben einen sehr, sehr guten Maiweiß-Hinterradnabenmotor spendiert bekommen, den M080. Der hat 250 Watt an Leistung, also so viel wie bei uns laut Norm erlaubt ist und ein Drehmoment von 40 Newtonmeter und sitzt in der Hinterradnabe. 40 Newtonmeter Drehmoment und dann in der Kombination mit Hinterradnabenmotor und wenig Gewicht, das dürfte für ein sehr tolles, spritziges Fahrgefühl sorgen und auch dafür sorgen, dass ihr trotz Single Speed noch die Berge ganz gut absolvieren könnt. Außerdem hat der Motor einen Drehmomentsensor, das heißt die Kraft, in der der Motor unterstützt, richtet sich immer danach, wie viel Kraft ihr beim Pedalieren in die Pedale abgibt. Das sorgt für ein sehr, sehr schönes, natürliches, intuitives Fahrgefühl, weil es dem normalen Fahrradfahren einfach sehr, sehr nahe kommt und die Maiweiß-Motoren, die reagieren super direkt, die sind sehr schön, die Ansteuerung funktioniert gut, die laufen nicht nach. Also da haben sie sich für einen guten Ausstatter im Motorenbereich hier entschieden. Das kann man schon mal sagen, ohne auch nur einen Meter damit gefahren zu sein. Die Kraft geht dann über einen Riemen aufs Hinterrad. Das ist ein Carbonriemen, der ist nahezu wartungsfrei, der ist schön leise und der macht einfach wenig Probleme und das für einen Zeitraum über 30.000 Kilometer. Das kann sich doch sehen lassen. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro, 160 mm vorne wie hinten. Das ist ordentlich, dass man hier hydraulisch unterwegs ist. Die Größe stimmt auch, der Hersteller auch. Also auch da kann man in diesem Preisbereich absolut nicht meckern. Es gibt zwar keine Gänge, das habe ich schon gesagt, es ist ein Single Speed, aber dafür die Wahlmöglichkeit über 5 verschiedene Unterstützungsstufen. Das geschieht allerdings wenig intuitiv und nicht so komfortabel an dieser Bedieneinheit hier, die am Oberrohr angebracht ist. Na klar, man kann die Hand mal vom Lenker nehmen und dahin greifen, das können aber vielleicht nicht alle, die nicht ganz so sicher auf den 2 dünnen Rädern sind. Sowas ist am Lenker einfach besser aufgehoben. Man kennt es auch von Fazua, die haben je nach Ausstattung, haben die das auch am Oberrohr untergebracht. Aber ja, das kann umständlich sein, das zu bedienen, aber man muss fairerweise auch sagen, während der Fahrt switcht man ja nicht alle paar hundert Meter durch die Unterstützungsstufen, wie man es vielleicht mit einer Gangschaltung machen würde. Also von daher, wenn man mal was umstellen muss, kommt selten vor, dann ist es leider ein bisschen umständlich, aber in dem Fall denke ich, noch zu verschmerzen. Außerdem können wir hier das E-Bike ein- und ausschalten und wir sehen über diese 5 LED nicht nur die 5 Unterstützungsstufen, sondern die zeigen uns auch in 20% Schritten den verbleibenden Akku-Ladestand an. Das ist natürlich so ein kleiner Downer, mit dem man aber sicherlich leben kann. Dazu gehört auch, dass hier Smartness komplett nicht vorhanden ist. Ich weiß nicht, vielleicht freut es euch ja sogar, aber eine App oder irgendwelche GPS- oder Diebstahl-Features, wie sie eben in diesem Urban Design E-Bike-Bereich, der hier angegriffen wird, oftmals vorhanden sind, gibt es hier nicht. Aber irgendwo muss sich der Preis ja auch niederschlagen. Und über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der liegt bei 1200 Euro derzeit im Angebot. Und ich finde, für dieses Design, für die Ausstattung, für das Gewicht, die Komponenten, können sich 1200 Euro wirklich sehen lassen. Klar, ich bin es jetzt noch nicht gefahren. Das hier ist nur so ein kleines Vorstellungsvideo, das euch einen Überblick und meine Einschätzung geben soll. Aber für mich sieht das doch absolut positiv aus und vor allem zeigt es die Entwicklung, die man nimmt. Gerade Discounter hatten eher die klobigeren Modelle, die jetzt nicht so schön gearbeitet waren, mit fetten Schweißnähten, mit aufgesetzten Akkus.
Auch da gibt es Ausnahmen, aber ich finde es schön, dass jetzt auch diese Urban Design E-Bike-Richtung, so nenne ich es mal, selbst bei den Discountern und hiermit in diesem Fall bei Lidl vertreten ist. Das habe ich so vorher noch nie gesehen und das freut mich und das zeigt auch so ein bisschen, wohin die Reise denn gehen kann. Und wer weiß, vielleicht gibt es nächstes Jahr zur Saison ja auch ein Urban E-Bike mit GPS oder mit Alarm oder was auch immer. Ich denke, das wäre der logische nächste Schritt. Zumindest gibt es hier so eine SP Connect Vorbereitung, so eine Halterung, die man da anbringen kann, wo man mit der entsprechenden Hülle dann sein Handy eindrehen kann. Also das ist schon mal mitgedacht und finde ich auch in dieser Preisklasse wirklich nicht schlecht. So, jetzt habe ich euch ganz viel darüber erzählt, wie ich das Bike finde. Wie sieht es denn mit euch aus? Also man kann das bestellen. Wer früh bestellt hat, der bekommt es am 1.6. in die Filiale beliefert. Alle anderen, die bestellen das online, ist natürlich auch kein Problem. Vielleicht habt ihr es ja schon. Vielleicht wollt ihr es euch kaufen. Wie sind eure Gedanken dazu? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Außerdem würde ich mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, dass du das dann mit einem Daumen nach oben quittierst und am besten gleich auch noch ein Abo dalässt. Dann bist du immer dabei, wenn ein neues Video erscheint und verpasst auch keine Reviews und News mehr. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.